Linsenrolle, 2 Packungen Schlagsahne, das sind dann 400 Gramm, 3 Packungen Sahnesteif, Schokoladensoße, alternativ dunkle Quartüre. Ihr könnt dann einfach dunkle Schokolade mit Milch zum Kochen bringen und das nehmen. Und wir brauchen noch Milch, damit die Kekse eingeweicht werden. So lauwarme Milch ist das. Erst werde ich die Sahne steif schlagen. Je nach Bedarf könnt ihr ein bisschen Zucker hineingeben. Wer es nicht zu süß mag, kann das natürlich auslassen, da die Kekse ja sowieso schon süß sind. Jetzt werde ich die Sahne einfach steif schlagen. Die Kekse werden ganz kurz in Milch eingeweicht. Dann kommt Sahne darüber. Dann das nächste. Und das kommt dann einfach über dem anderen. Wie gesagt, das ist super einfach zum Vorbereiten. So, jetzt gebe ich die Torte erstmal für 2 Stunden in den Kühlschrank. Nach 2 Stunden habe ich meine Torte aus dem Kühlschrank rausgenommen und meine Schokoladensoße, die ist auch schon ausgekühlt. Jetzt werde ich die Torte einfach mit Schokoladensoße dekorieren. Fertig ist meine Prinzenrollentorte. Das einzige, worauf ihr achten müsst, ist, dass ihr den Kuchen quer schneidet.